öffnet das Match mit einem Doppelfehler. Jana Novotna und im Halbfinale Chita Martinez. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, auch für Monika Seles. Auch der hat ge... Der Ausschlag... Das Spiel etwas besser nach 40-0, jetzt Breakball für die Amerikaner. Vor selbst Probleme hatte, ihren Aufschlag durchzubekommen. Schafft sie das Break, das erste. Ja, das war. Aber dann wieder. Seles baut die Führung aus im ersten Satz. 4. Und sie wird auch immer frecher. Aber auch die Rückhand cross. Verkehrte Welt bei diesem Ballwechsel. Er ist das. Aber dann hat sich verzeiht. Und um den Tennisball. Verkaufen Sie wieder mal diese Rückkarte. Thank you.
Punkte und ein vierter Info. Ja, den wollte sie unbedingt nicht nur machen, sondern sich richtig erspielen. Und da sehen Sie die strahlende Monika Seles. Enormer Druck, der nun von ihr weicht. Sie hat es geschafft, das Minimalziel dieser ersten Runde der US Open. Vor dem Spiel meinte sie, ich bin unheimlich glücklich, überhaupt wieder hier sein zu dürfen. Sie nimmt das Ganze Spiel für Spiel. Das erste hat sie überstanden. Wunderschöne Bilder. Was mag jetzt alles in ihr vorgehen? Der Dank sicher bei den Eltern, beim Vater und beim Coach Caroli, bei der Mutter links. Sie alle haben dazu beigetragen, dass sie es wieder geschafft hat. Nach 3 Jahren ist sie wieder da, noch nicht ganz die Alte. Phasenweise hat sie gezeigt, was sie kann. Sie wird sie noch steigern müssen, wenn sie hier ganz weit kommen will. Aber dazu ist sie, keine Frage, in der Lage. Sie steht in Runde 2, trifft dort auf